So, willkommen zu einem neuen Test von AndroidSmartphone.de. Und zwar möchte ich euch heute mal eine, ja, nicht vielleicht absolute Sensation zeigen, aber ich möchte euch eine Antiviren-Applikation für Android-Smartphones zeigen. Mir ist zwar noch nicht so bekannt, wie viele Viren für Smartphone-Android-Handys existieren, aber die App ist auf jeden Fall schon da und ich denke, irgendwann wird es auch ein notwendiger Schritt sein, dass auch Handys oder Smartphones mit Antivirenprogrammen im Hintergrund laufen. Dieses Antivirenprogramm heißt Antivirus, macht ja auch irgendwie Sinn, und die Lite-Version ist kostenlos im Android-Market zu kaufen. Es gibt hier verschiedene Einstellungspunkte, man kann sagen, man kann Virendatenbanken herunterladen, man kann die Professional-Version kaufen mit mehr Virusdatenbanken und man kann einstellen, dass das Tool im Hintergrund läuft, aber ich denke, aktuell ist das noch nicht nötig und vor allen Dingen saugt es auch sehr viel Speicher, also RAM. Und ihr könnt das Programm nicht einfach mal so im Hintergrund laufen lassen. So, jetzt habe ich mir das Einfachste gemacht. Ich habe meine Packages gescannt und diese sind clean. Das heißt, ich habe keine Viren da drin. Ihr könnt auch noch alles checken, aber das würde jetzt fürs Video zu lange dauern. Ja, vielleicht könnte ich noch gerade die Settings checken. Vielleicht geht das noch schnell. Und ja, ladet euch die Applikation mal runter, wenn ihr wollt. Es ist bestimmt in Zukunft sehr hilfreich. Und schaut, ob euer Handy virenfrei ist. Alles andere wäre nämlich sehr ärgerlich. Das war's schon als Video-Review. Antivirus kann noch nicht mehr, soll ja auch im Hintergrund laufen. Und ich hoffe, es wird nicht allzu bald erforderlich, dass man eine solche Applikation benötigt. Da ist sie auf jeden Fall schon mal. Viel Spaß damit.